Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir so ein relativ kurzes Testvideo machen. Und zwar habe ich von Beauty Bay allerhand Lippenprodukte zugeschickt bekommen, die neu bei sich im Sortiment haben und die ich jetzt gerne mit dir zusammen ausprobieren möchte. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ihr werdet mich jetzt in verschiedenen Looks auch sehen, also es ist meistens so, dass ich mich nach der Arbeit hinsetze, ein bisschen schick mache. Also heute haben wir Montag, den 21.12. und ich hatte einfach mal Bock auf so einen blauen Look, den habe ich geschminkt mit der Niki Tutorials X Beauty Bay Lidschattenpalette. Kann ich dir auch mal in der Infobox verlinken. Tatsächlich, ja, das ist auch von Beauty Bay. Das war jetzt aber tatsächlich Zufall. Genau. Und das habe ich auch auf Instagram gepostet, den Look, also den in einem Close-Up. Also falls du mir noch nicht folgen solltest, mach das sehr, sehr gerne. Ja, genau. Und ich wollte einfach jetzt so wirklich zu den Looks dazu immer einen Lip-Liner, einen Lippenstift und vielleicht sogar einen Lip-Gloss auch auftragen. Einfach, ne, um zu schauen, wie sieht das dann aus. Und ich möchte es dann nicht einfach abnehmen und dann was Neues drauf machen, sondern dass dann wirklich jeden Tag ein neuer Look entsteht. Und das dürften dann 3 Looks werden. Also Montag, Dienstag und Mittwoch werde ich das durchziehen. Und dann schneide ich das zusammen und dann bekommt ihr nicht nur Claudi in verschiedenen Looks zu sehen, sondern auch die verschiedenen Lippenlooks, falls euch das interessiert. Gut, da das hier ein Kooperationsvideo ist, wird es in diesem Video eine Verlosung geben. Ich werde das jetzt ab jetzt so handhaben, dass ich nicht zeige, was ich verlosen werde, sondern es wird einfach ein Beauty-Paket werden. Das wird bunt gemixt sein und prall gefüllt, also wenn du Bock drauf hast, an der Verlosung teilzunehmen, dann schau einfach in die Infobox, da stehen die Teilnahmebedingungen drin und ja, nimm gerne teil und viel Glück. Genau, so, wir starten. Allererst swatche ich euch mal die Produkte. Da habe ich zunächst mal 3 Lip Liner. Das sind diese hier. Ja, das sind die verschiedenen Farben. Da habe ich einmal die die Farbe Vintage, die Farbe Balloon und die Farbe Heather. Das sind Lip Liner zum Anspitzen, also Holz-Lip Liner. Finde ich persönlich am hygienischsten. Nicht unbedingt das Praktischste, aber das Hygienischste. Und dann haben wir hier Heather, Vintage und Balloon. Als nächstes habe ich hier die Lippenstifte. Die sind tatsächlich auch alle so von ihrem Design her. Genau, so schauen die aus. Riechen nicht nach wirklich irgendwas. Und dann habe ich jetzt mal direkt neben die Lip Liner die Farben von den Lippenstiften geswatcht, die ich auch damit verwenden möchte. Da habe ich Pinch, Cola und Scrunchy. Dann habe ich hier auch noch 3 verschiedene Lipglosse. Die schauen dann so aus. Man kann dann halt auch wirklich die Farbe direkt sehen. Dann schauen wir uns mal das Füßchen an. Das ist halt auch so abgeschrägt. So schaut das aus. Einfach ein ganz kleines Füßchen. Oh, die riechen super, super süß. Jetzt habe ich hier auch nochmal die Farben daneben geswatcht. Das ist Slippers, Mocha und Candy. Wir wundern uns alle mal nicht darüber, dass ich wirklich einen super rotstichigen Bronzer heute gewählt habe. Das war tatsächlich nicht meine Absicht, aber ich bin aktuell so ein bisschen dabei, mich durch meine Schminksammlung durchzuprobieren und das ein oder andere gegebenenfalls auszusortieren. Und dieser Bronzer ist leider jetzt auch Teil davon, weil, guckt euch das mal an, deswegen müssen meine Haare auch offen sein. Diese Strähnemuster vor, das sieht sonst echt übel aus. Okay, so, ich verwende jetzt den Lip Liner in der Farbe Heather. Der lässt sich schön auftragen, ist wirklich sehr, sehr einfach, aber nicht zu sehr von der Farbabgabe her. Also er ist angenehm im Auftrag, aber nicht so, dass ich jetzt beim Auftrag denken würde, oh mein Gott, der blutet mir aus oder sonst irgendwas. Ich male mir ja immer auch meine komplette Lippe mit dem Lip Liner aus, also das funktioniert auch super einfach. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass es ein harter Stift wäre und das super kratzig sich anfühlen würde oder so. Die Farbabgabe ist wirklich super, super intensiv. Also ich muss nur sehr, sehr leicht mit dem Stift darüber fahren und zack, habe ich schon direkt Farbe auf den Lippen. Das ist sehr, sehr gut. Immer diese Doppelung, es tut mir leid.
Man könnte jetzt theoretisch auch einfach so das lassen oder einen Lip Liner, ach Quatsch, Lip Liner drüber geben, genau. Einfach einen Lipgloss drüber geben. Und ich finde, dass die Farbe auch gerade sehr schön zu meinem Oberteil passt, weil das ist auch so ein Weinrot, ne? Also, ja, finde ich ganz cool. Der krümelt natürlich ein bisschen, was auch daran liegen könnte, dass wir die erste Schicht hier drauf haben, die dann wahrscheinlich sich ablöst. Das habe ich manchmal bei Lip Linern. Oder... Das ist jetzt ein bisschen eklig, aber es könnte sein, dass meine Lippe einfach so trocken ist, dass es trockene Stellen von meiner Lippe sind. Ne? Kann alles sein, das kann ich jetzt so nicht sagen. Das sehen wir auch nachher, wenn wir... Nachher. Ihr seht es nachher, ich sehe es morgen und übermorgen, wenn ich die anderen Produkte noch verwende. So gefällt mir das aber vom Ergebnis richtig gut. Also das ist ein schöner Lip Liner. Ich sehe, dass ich relativ viel von dem Stift verwendet habe. Also ich müsste ihn schon jetzt direkt wieder anspitzen. Ne? Also daran sieht man, dass es dann doch ein relativ cremiger Stift ist. Aber das finde ich jetzt nicht weiter schlimm, muss ich gestehen. Dann gebe ich mir jetzt einfach, um noch so ein bisschen mehr dieses Gefühl von irgendwas Cremigem auf den Lippen zu haben, den Lippenstift drüber. Den habe ich jetzt hier ja in der Farbe Pinch. Das ist diese hier, die ich ja eben geswatcht habe, die ich nicht scharf stellen will. So, genau. Und das ist ein, ich glaube, seidig matter Lippenstift. Ja, den würde ich jetzt tatsächlich auch eher in die matte Richtung einordnen, aber er fühlt sich super, 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 super angenehm an. Also nicht so totmatt oder austrocknet matt, sondern so samtig halt, ne? Also wirklich angenehm. Also, und das sage ich als diejenige, die überhaupt keine matten Lippenstifte mag. Wichtig anzumerken. Der passt perfekt zu dem Lip Liner, ne? Brauchen wir jetzt so gar nicht zu sagen. Das ist 1A. Also da habe ich tatsächlich mir auch selber die Farben ausgesucht. Ich glaube, das habe ich gut gemacht. Kleines Selbstlob. Ja, man sieht jetzt natürlich, dass der Lip Liner etwas auf den Lippenstift abgefärbt hat. Aber viel Produkt ist jetzt natürlich nicht von dem Lippenstift runtergekommen. Ich finde das eigentlich ganz gut vom Ergebnis her. Und da ich aber so eine Glossy Lady bin, also ich mag Gloss sehr, sehr gerne, trage ich mir jetzt auch noch den Gloss on top. Und das ist die Farbe Slippers. Da bin ich auch einfach gespannt, wie der so sein wird, ob der zu klebrig sein wird und ob der vielleicht noch so das gewisse Etwas verleihen wird. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der Lippenstift kussecht sein wird, das glaube ich nicht. Nein, safe nicht. Aber ja, den gebe ich mir jetzt on top. Da wir hier eine sehr, sehr ähnliche Farbe haben, kann ich das so auch direkt mit dem Bürstchen, mit dem Füßchen hier machen. Ansonsten mache ich das auch ganz gerne, dass ich mir den Lipgloss, wenn zum Beispiel ein klarer Lipgloss ist, den ich mir dann über einen Lippenstift übertrage oder so, ne, dass ich mir das erst auf den Handrücken mache und dann entweder mit den Fingern drauf tapere oder mit einem Pinsel auftrage, damit mir halt das Produkt in dem Lipgloss an sich nicht mit dem Lippenstift insofern vermischt wird, dass die Farbe sich ändert von dem Lipgloss. Wisst ihr, was ich meine? Ein bisschen verrückt, aber so bin ich. Genau. Oder man macht einfach das Füßchen nach einem Zewa oder einem Handtuch sauber oder so. Den tupfe ich mir einfach nur so auf. Und dann babbe ich das so ineinander. Ich finde, ich könnte noch ein bisschen mehr Produkt vertragen. Der ist minimal abweichend von der Farbe her, aber auch super schön. Also null klebrig, ne? Man sieht es jetzt ja auch. Das ist sehr, sehr angenehm wässrig. Fast schon ölig, ne? Aber die kleben nicht zusammen, die Lippen. Also du hast da keine Fäden oder sonst irgendwas. Das ist eine schöne Kombi, die gefällt mir. Was meint ihr? Und jetzt auch nochmal aus der Ferne. Also das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die sehr harmonisch zusammenpasst. Eben dadurch, dass ich dieses dunkelrote Oberteil anhabe, passt das mit den Lippen auch richtig gut. Also das, ich finde es harmonisch, muss ich gestehen. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu Tag 2. Neuer Tag, neues Glück. Heute ist Dienstag und heute habe ich so meinen Look drauf gemacht, den ich immer mal eben so auf die Schnelle mache. Also die Produkte verwendet, die quasi hier vorne in meinem Schminkschrank neben mir stehen. Also auch eine sehr dezente, zurückhaltende und einfache Palette. Und ich konnte mich nicht wirklich entscheiden, ob ich jetzt den dunklen Look haben möchte dazu auf den Lippen oder ob es cooler aussehen würde, zu diesem sehr schlichten, zurückhaltenden Look etwas Poppiges zu machen. Nämlich dann diese etwas pinkstichigere Variante zu wählen. Und dann bin ich gerade mit beiden Lippenstiften so verdeckt zu meinem Freund gegangen und er durfte quasi losen. Und Leute, er hat gelost die pinke Variante und die machen wir jetzt mal zusammen drauf. Das heißt, der Lip Liner in der Farbe Balloon kommt jetzt zum Einsatz. Um ehrlich zu sein, hatte ich fast schon gehofft, dass es das sein wird. Ich weiß nicht.
Also es hätte wirklich beides gepasst, ne? Sowohl diese ganz dunkle, braune Variante als auch das hier, hoffe ich. Mal gucken. Es wird ein Statement werden, aber ich freue mich schon drauf. Klar, da das hier eine definitiv krassere Farbe ist, lässt sie sich auch etwas schwerer auftragen. In der Kamera wirkt die jetzt fast schon rot, während die jetzt echt im Spiegel hier mega pink aussieht. Aber ich glaube so, wenn wir das nachher von der Distanz uns anschauen, werdet ihr das auch in rosa sehen dürfen oder in pink vielmehr, weil das ist richtig, richtig pink. Das ist nicht rot. Nein. Genau, ein bisschen unförmig ist es hier geworden, weil meine Lippe halt auch nicht hundertprozentig symmetrisch ist. Und jetzt tragen wir den Lippenstift auf. In der Farbe Scrunchy habe ich jetzt hier den Lippenstift. Oh, das sieht auch richtig schön aus. Mir gefällt's. Also das sieht echt schön aus, ne? Eine satte, angenehme, schöne Farbgestaltung. Und jetzt kommt der Lipgloss drüber. Und den habe ich in der Farbe Candy. Und das wird jetzt richtig süß riechen nach unfassbar schöner Zuckerwatte. Ja, den habe ich gestern ja auch schon gerochen. Nach Karamell, Zuckerwatte, nach allem, was der Süßigkeitenladen hergibt. Auch hier wieder so eine super leichte Konsistenz. Also wahnsinnig schön. Und der gibt halt noch so ein bisschen Glanz mit dabei und lässt die Lippe dann auch wirklich natürlich aussehen. Das meinte ich übrigens, ne? Euch wird tatsächlich dann das Füßchen eingefärbt. Ich tunke das, wenn das so ist, aber nicht wieder rein. Ich mache das erst am Handtuch neben mir sauber, streiche dann das überschüssige Produkt inklusive dem Stain ab und habe es dann wieder sauber und erst dann tunke ich das wieder rein. Deswegen gucke ich mir das Füßchen immer an, bevor ich das wieder reintunke. Boah, ich möchte mir noch 20 Schichten mehr Lipgloss aufgeben, weil der sich so schön anfühlt, Leute. Wirklich toll. Ja, ist natürlich nicht gussecht, ne? Der hält auch nicht so ultra lange. Man muss halt nachlegen. Hatte ich gestern auch, als ich dann, nachdem ich den aufgetragen habe und ein paar Videos gedreht habe, als ich dann gegessen habe, ist er natürlich abgegangen und ich musste nachlegen. Klar. Da würde ich aber tatsächlich behaupten, dass es mehr an dem Lipgloss gelegen hat und weniger an dem Lippenstift oder an dem Lipliner, weil außenrum zu, da wo ich halt nicht gegessen habe, war noch alles tippitoppi vorhanden. Und das ist jetzt der wirklich etwas außergewöhnliche, aber super schöne Lippenlook mit dem rosa oder pinken Look. Mir gefällt das, ne? Das ist schon cool. Ja. Jetzt will ich noch ein paar Videos drehen und ich finde, das passt zu meinem sehr goldigen, nudigen Look, dieser Statement-Lippenstift. Last but absolutely not least widmen wir uns heute der etwas dunkleren Variante. Dafür habe ich mir heute einen sehr papageienmäßig bunten Look geschminkt mit der Lethal Cosmetics After Dark Palette. Jo, hatte ich irgendwie Bock drauf. Und ja. Dann hole ich euch jetzt wieder ein Stückchen näher ran und dann machen wir das mal auf meinen Lippen etwas dunkler. Ja. Der Lip Liner hat die Farbe Vintage und ja, man sieht es jetzt schon, es ist super dunkel, aber ich habe da echt Bock drauf. Falls ihr den Augenlook von Nam sehen wolltet, hier ist er. Also da habe ich wirklich einmal die komplette Palette auf meine Augen gepackt und ich bin im Prinzip mit Anlauf reingesprungen. Und auf den Wimpern habe ich die L'Oreal Air Volume Mascara. Wen es interessiert, keine Ahnung. Genau, auch hier haben wir wieder einen Holzstift und der kommt jetzt auf die Lippen drauf. Ist halt echt dunkel, ne? Also für mich auch super ungewohnt, da so eine dunkle Farbe drauf zu geben. Aber spannend. Der ist halt echt stark pigmentiert, deswegen wenn man dann so einen Patzer hat, den kriegst du dann nicht eben mal so ausgebessert, aber das müssen wir dann, also dann mache ich gleich. Das sieht super merkwürdig aus. Krass, wie intensiv dieser Lip Liner schon pigmentiert ist und was der für eine Deckkraft hat, ne? Das hat jetzt super leicht funktioniert, also der Auftrag halt, ne? Das ist nicht irgendwie stark, also hart. Es ist super leicht, denn, da drüber zu fahren, also leichte Farbabgabe. So heißt das Ding, Mensch. Also du musst nur ganz, ganz leicht über die Haut fahren und hast zack Farbe drauf. Fluch und Segen in einem. Das heißt, man muss auch sehr vorsichtig arbeiten. Selbstverständlich nutzt sich dann auch dieser Lip Liner relativ schnell ab und sieht nach jeder Benutzung etwas merkwürdig aus.
Ich spitze die aber auch immer nachher noch an, weil ihr habt ja gesehen, wenn ich mir die Lip Liner auftrage, gehe ich auch schön in die Ecken rein und so weiter und lege den auch manchmal schräg hin und dann würde ich mich ja halt mit anmalen, so wie man das hier an der Seite auch sieht. Da kann ich euch als Tipp einfach mit auf den Weg geben, dass ihr euch so einen ganz, ganz feinen, ja, es ist eigentlich so ein Eyeliner-Pinsel nehmt. Den könnt ihr entweder anfeuchten oder anlecken. Und genau, dann geht ihr da einfach an den Seiten entlang. Könnt ihr natürlich auch Concealer dran machen oder so. Und dann immer wieder so ein bisschen die Farbe hier abnehmen. So kann man auf jeden Fall die Ränder etwas ausbessern. Zack. Das sieht schon mal sehr fancy aus, ne? Ja, jetzt möchte ich mir den Lippenstift aber noch auftragen. Das ist die Farbe Cola. Und ja, es ist halt wirklich so ein dunkles Braun, ne? Ob das jetzt zum Augenlook passt, Leute, das sei jetzt einfach mal so dahingestellt. Aber ich finde es sehr fancy. Ich mag die Farbe. Ich habe gestern übrigens gemerkt, dass wenn ich jetzt keinen Lipgloss drüber geben würde, die Geschichte sehr, sehr haltbar ist. Wenn ich jetzt den Lipgloss drüber gebe, ja, ne, dann wird mir die komplette Kombi eben durch die Öle und so weiter beim Essen, beim Trinken und so weiter halt abgehen. Aber so ist es halt relativ ja, fest, ne? Das hält einem recht lange dann auch auf den Lippen. Und das habe ich vor allem gestern bei diesem pinken Lippenstift bemerkt. Das fand ich echt cool. Das ist oh, jetzt so eine angenehme Konsistenz auf den Lippen, als hätte ich da nichts drauf, ne? Weil das bappt nicht, das klebt nicht. Das ist ach, schön. Einfach schön. In der Farbe Mocha habe ich den Lipgloss, der natürlich jetzt ziemlich hell ist, ne? Also auch viel, viel heller als das, was ich drauf habe. Also haben wir da dann auch wieder die Geschichte, dass wir das Füßchen sauber machen sollten, wenn wir es dreckig gemacht haben. Aber der kommt jetzt hier noch on top. Ne? Wird echt dunkel dann. Oh, das liebe ich jetzt so sehr. Wahnsinn, das macht richtig, richtig, richtig weiße Zähne. Krass. Und das gucken wir uns auch mal von der Ferne an. Mir gefällt eigentlich diese Kombi aus diesem sehr mädchenhaften, zarten, verträumten Augenlook zusammen mit dieser harten, dunklen Lippe richtig gut. Also ich fühle mich gerade richtig wohl. Ich finde das echt schick. Na? Ich sehe so anders aus. Ich mag's. Nein, also. Mein Fazit, sage ich jetzt einfach mal zu den Produkten, die ich zugeschickt bekommen habe, ist echt positiv. Du hast eine gute Qualität. Wir haben schöne Möglichkeiten, das auch zu kombinieren, weil das halt, es sind schon speziellere Farben dabei, aber es ist halt im Großen und Ganzen eher so im Nude-Stil gehalten. Also ich habe mir natürlich auch jetzt mit dem Cola und gestern auch mit dem Balloon etwas krassere Farben ausgesucht, einfach um sie hier auch zeigen zu können. Aber ich finde, dass es einfach schöne Lippenprodukte sind. Es ist ein bisschen aufwendiger, wenn man das halt so in der kompletten Kombi trägt, aber man kann ja auch einfach nur den Lip Liner mit dem Lipgloss kombinieren oder den Lippenstift kannst du auch solo tragen, ne? Aber es ist auch preislich gesehen eine super alternative Geschichte. Schaut auf jeden Fall in der Infobox vorbei, da habe ich euch alles verlinkt, weil wir, ich habe es ja eingeblendet, preislich bewegen wir uns ja im Drogeriebereich. Also das ist echt erschwinglich und dafür bekommst du eine tolle Qualität. Vielen, vielen Dank an das liebe Beauty Bay Team, dass ihr mir die Produkte zugeschickt habt zum Testen und nicht nur zum Testen, sondern auch zum in Zukunft weiterverwenden, denn das werde ich auf jeden Fall machen, weil mir das einfach gefällt, ne? Ich kann da drei sehr, sehr unterschiedliche, aber sehr, sehr coole Looks mit kreieren. Ich kann da eigentlich noch mehr, aber egal. Denkt auf jeden Fall dran, dass es in diesem Video eine Verlosung geben wird. Alles, was du tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und ja, die Teilnahmebedingung ist einfach, dass du mir von den drei Lippenkombis, die ich dir gezeigt habe, Nude, Pink und Dunkelbraun, einfach deine Lieblingskombi unten in die Kommentare reinschreibst. Dann nimmst du an der Verlosung teil und ja. Abonnent meines Kanals solltest du sein und so weiter und so fort. Wenn du Bock hast, gib mir doch sehr, sehr gerne, auch wenn es dir gefallen hat, einen Daumen nach oben, denn da würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Claudi testet alles Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!